Von Tikedak fahren wir in das stürmische Chorlu Richtung Marmara Ereğlisi. Okay, aus zwei oder beziehungsweise aus vier mit uns macht sechs. Wir sind noch zwei Kids dazugekommen. Der eine dreht ja völlig durch aus so einem kleinen BMX-Fahrrad. Mal gucken, wo die uns hinführen. Hier! Hier! Geil, ne? Ja, jetzt sind wir den Kids gefolgt. Das ist eine richtige Fahrradgang hier. Wie im Film hier, die haben sich alle versammelt und dann sind ja. Andere dazu. Und jetzt ging es hier gerade zickzack so ein bisschen durch den Ort. Da vorne kamen wir gerade raus. Ja. Und jetzt hier, zack. Am Meer. Direkt am Meer. Das habe ich noch nie gesehen. Nee. Cool. Ja, best one. And now? Check mal, ich hab gesehen. Ja, wie ihr sehen könnt, plötzlich hört der Weg auf und wir finden uns am Strand wieder. Hätte ich ja jetzt Bock da reinzuspringen, ne? Geil. Und jetzt stehen wir dann doch vor Treppen. Na, die sind ja lustig, die Kids. Ja, wie man unschwer erkennen könnt, sind wir hier auf der E84 gelandet. Ja, leicht im Arsch. Ehrlich gesagt haben die Kids uns fertig gemacht. Durch die Stadt. Wahnsinn, ich glaube, kamen es auch durch. Den Campingplatz werden wir wohl heute nicht mehr erreichen. Ich bin auch ganz schön fertig. Wir hauen uns gleich irgendwo hin. Wir brauchen halt immer so ein bisschen Futter zwischen die Zähne. Und dann geht's in die Höhle. Ja, ein langer Tag geht zu Ende. 50 Kilometer glatt auf der Uhr. Nur bergauf und bergab. Dafür haben wir jetzt gerade einen netten Mann hier angesprochen. Der wohnt in so einer Reihenhaussiedlung. Aber das sieht so aus wie auf Jamaika, die Reihenhaussiedlung. Echt schick. Echt schick. Und ja, er hat gesagt, klar könnt ihr hier pennen. Kommt mal mit. Am Strand. Hier ist ein Strand. Ja. Und was sagt er? Seid ihr zufrieden? Perfekt. Ja, wir auch. Ja. So, wir haben jetzt noch ein bisschen Sonne. Das heißt, wir machen jetzt hier noch ein bisschen Essen und bauen später auf, damit wir die Leute hier nicht verjagen. Mhm. Und da geht's auf jeden Fall gleich noch rein. Okay, GoPro, wollen wir mal ins Marmaris Meer? Zieh dich um. Soll ich das Handtuch halten? Ja, okay. Wir müssen noch ein bisschen warten. Wir müssen Carmen erst das Handtuch halten. Tada! Tada. Und wieder Fahrradfreunde. So. Ist doch geil. Denk an deine Brille. Ja, diese scheiß Brille immer. Schön, das ist das zweite Meer auf unserer Reise. Das ist schön. Guck mal her. Das haben wir uns verdient. Oh, yeah. Juhu.
Norddeutschland sagt man immer, wenn ich die See sehe, brauche ich kein Meer mehr. Aber hier sage ich, wenn ich das Meer sehe, brauche ich kein See mehr. Einen wunderschönen guten Morgen. Es ist kurz vor sechs. Und wir haben uns dazu entschlossen, jetzt aufzustehen, weil Regen erwartet wird. Das heißt, wir bauen jetzt noch das Zelt ab, packen alles zusammen und verschwinden hier mal ganz schnell vom Strand. So sieht's aus, bis gleich. Wir sind wieder unterwegs, morgens um 7 Uhr. Und guck mal hier, ein Flugzeug. Krass. Köfte Airlines heißt das Ding. Also ein Restaurant für Fleischfrikadellen. Leider geschlossen. Ich weiß auch nicht, was hat denn der Weihnachtsmann hier zu suchen? Vor allen Dingen in Kombination mit Köfte. Naja. Wollen wir mal so stehen lassen. Auf jeden Fall hier Tankstelle. Jetzt gibt es erstmal einen Kaffee. Nachdem der erste Versuch heute Morgen durch Regentropfen abgebrochen worden ist und ich alles ganz schnell zusammengepackt habe. Kaffeezeit! Und was gehört zu einer richtigen Kaffeepause dazu? Natürlich neben dem Kaffee eine schwarze Katze. Mio, Mio, Mietz, Mietz. Ja, Mietz. Schick, ja, mit einem weißen Latz. Oh, weg ist er. Der ist ja putzig. Mit schwarzen Augen, haben wir eben schon gesagt, eine Märchenkatze. Und so wie das aussieht, hat die Wetterfee wieder alles richtig gemacht. Scheint wohl an uns vorbeizuziehen. Meine Tochter, der habe ich gestern Fotos geschickt vom Strand und die sagt, oh, wie schön. Aber ich muss dazu sagen, es ist nicht immer alles schön. Überall hängt Sand, überall klebt Sand. Das Meerwasser fühlt sich ölig an überall, auf den Fahrrädern, auf der Haut, auf den Schlafsäcken. Es sind Mücken. Alles voll. Ich meine, es hört sich mal alles fantastisch an und wir mögen das auch, auch wenn es manchmal so ein bisschen nervt, aber wir mögen das. Aber jeder andere sollte sich auch überlegen, ob er so ein Leben mag oder nicht, weil es ist doch umständlich. Teilweise schon, ja. Hat immer wieder Vor- und Nachteile, finde ich auch. Immer Vor- und Nachteile. Es geht schneller immer bergauf und bergab. Also so früher, wenn man so früher gearbeitet hat, dann war es immer so, dann hat man sich was gekauft oder so, dann geht es mal ein bisschen auf, ein bisschen bergab. Aber hier geht es wirklich immer schnell hoch, schnell runter, schnell hoch, schnell runter. Das ist der Unterschied. Und du hast gestern noch was Cooles gesagt, vor allen Dingen mit unserer Ausrüstung, dass die ganze Sache jetzt voller Sand ist und alles so klamm ist, so ein Ölbelag oder so eine Ölschicht drauf. Man meint, es ist eine Ölschicht. Wie machen die Leute das, die am Strand wohnen? Ja. Die müssen ja permanent. Kannst du die Sachen ja gar nicht draußen stehen lassen. Das kann man ja alles weg. Ja, so ist es. Okay. Gleich geht's weiter. Richtung Chorlu. In Chorlu haben wir eine Unterkunft und werden uns etwas ausruhen. Oh, das ist auch bitter nötig. Ja, weil die Topografie hier in der Türkei, die ist sehr anspruchsvoll. Bulgarien habe ich schon. Vor allen Dingen mit dem Gepäck. Bulgarien habe ich schon gedacht, oh. Geil, die Berge hast du alle geschafft, aber Türkei ist noch anders. Anders, ja, aber anders. Aber viele Berge. Geil, ey. Willst du mit? Wir fahren nach Chorlu. Ja. Ich glaube, die will mit. Und dann regnet es jetzt doch. Richtig.
Was für coole Verhältnisse, ey. Sonnenschein und Regen. Aber wir haben 20 Grad, passt schon. Also ist relativ warm. Und hinter uns alles wieder gut. Nachdem wir die Regenphase jetzt überwunden haben, scheinbar, folgt die nächste Phase, die Windphase, Phase 2. Das Gute ist, der Wind kommt von vorne. Das heißt, die Geschwindigkeit reduziert sich, alles wird ein bisschen anstrengender. Das ist gut fürs Training. Aktuell haben wir eine Höchstgeschwindigkeit von 9 km/h. Geht leicht bergauf. Haben aber auch noch ein bisschen Zeit, weil um 12 Uhr ist erst der Check-in. Oder was sagst du? Ja, geil! Toll! Regen und Berge. Carmen ist begeistert. Die Landschaft, ja, ist recht spannend, denn hier ist gar nichts. Rechts und links Felder. Ja, und auf dem Boden fahren wir gerade so ein bisschen Slalom. Das ist so eine Nebenbei-Herausforderung, um die Schnecken nicht platt zu fahren. Macht Spaß! Zur Motivation werden wir angefeuert durch Autohupen. Und ja, ich glaube, ich kann die Stadt schon sehen. Denn irgendwie hat hier jede größere Stadt eine noch größere Fahne in seinem Ort. Guck mal hier, Gubbel, Gubbel. Es geht auch frei, hutenhaltungsfrei, und diese Huten sind richtig zahm. Das ist ein Truthahn, oder? Huten. Huten? Ist doch ein Truthahn, oder nicht? Oder? Guck mal, die kommen auf uns zu. Bestes Beispiel. Wehe, du tust mir weh. Das war ja Wildmann aufziehen. Geht, liebe Landwirte, es geht. Guck mal, die sind sogar total zahm. Geh nicht auf die Straße. Boah, ist der fett. Krass. Zum Glück ist Obelix nicht hier. Gubbel, gubbel. So, yeah. Schau, ist schon fast zu sehen, da hinten, wo die Fahne ist. Ja, auf dem Bild sieht die ziemlich klein aus, aber die ist bestimmt 6 Meter lang, die Fahne. Mal 3 Meter. Ja, ein Riesenteil, wirklich. Hier müssen wir jetzt noch hoch und dann geht's zum Apartment. Diesmal haben wir übrigens über Airbnb gebucht. Denn seitdem wir hier in der Türkei sind, sagt Booking, nichts Unterkunft. Nicht mehr möglich aus deinem Land. Auch in Istanbul und Izmir und so nicht. Aber keine Ahnung warum. Aber gut. Hauptsache, wir haben was gefunden, ne? Dann haben wir es geschafft. Çorlu ist erreicht. Und wie ihr hier sehen könnt, und da, und hier, hier wird ordentlich gebaut. Die Stadt vergrößert sich, haben wir eben schon gesehen. Denn als wir hier reingekommen sind, gab es ein richtig fettes Industriegebiet. Und da wird gerade eine Halle neben die andere geklatscht. Naja, irgendwo müssen die Leute ja auch arbeiten, die hier unterkommen wollen. Und jetzt guckt euch das an, ey. Nicht nur neue Häuschen und neues Industriegebiet, nein, auch eine komplett neue Radspur. Aber hier auch Zebrastreifen kennt man wohl noch nicht. Dauert wohl noch ein paar Jährchen. Okay, mal lieber absteigen. Merhaba zusammen. Wie ihr sehen könnt, stehen wir in einer Wohnung. Und das ist die Wohnung, die uns die letzten Tage begleitet hat, um uns ein wenig zu erholen. Natürlich wollen wir euch die Wohnung auch nicht vorenthalten. Hier vorne ist der Eingangsbereich.
Schön mit Schrank. Garderobe. Und dann stehen wir aber auch schon in der Küche. Also eine Einzimmerbude war das. Küche war so lala ausgerichtet, also hat auch ein bisschen was gefehlt. Draußen ist dann der Balkon. Noch ein Spiegel und noch ein Spiegel. Cool an der Hütte ist, hier vorne kann man sich hinsetzen und einen coolen Ausblick genießen auf die Stadt oder auf eine Baustelle. Und wir haben natürlich nicht nur rumgelegen im Bett, sondern waren auch ein bisschen fleißig. Und zwar haben wir ein paar Sachen organisiert, wo wir schon vor kurzem gesagt haben, es wird Zeit. Das Ding kennt ihr ja, unser Zweibein bzw. bald kein Bein. Das haben wir ausgetauscht gegen ein Original Gorilla-Pot. Der war jetzt nicht ganz günstig, natürlich, aber wie ihr wisst, billig kauft man zweimal. Das Video blenden wir euch hier oben einmal ein. Und das heißt aber auch für diesen Kollegen hier, der kommt jetzt in den Müll. Mein Rucksack hat auch ein cooles Gadget bekommen. Gute Erfahrung gemacht mit dem Stoff und daher klebt er jetzt an meinem Rucksack. Und das Beste vom Feste kommt jetzt erst noch. Unser Badezimmer. Sehr schön. Dusche. Sehr schöne Dusche. Bad. Toilette. Bauarbeiter draußen. Und Dusche. Check. Es ist jetzt kurz vor 11. Wir werden jetzt auschecken. Noch so die letzten Sachen hier rausziehen. Und dann geht's weiter. Wo fahren wir jetzt hin? Wir fahren jetzt am Marmaris, wie heißt das, Eglesi, glaube ich, wieder ans Marmarismeer. Ja. Wir werden uns allerdings ein bisschen Zeit lassen können, denn am 19. treffen wir uns erst mit unserem guten Kumpel Serkan, der kommt nämlich nach Istanbul. Ja. Und wir haben jetzt heute den 7., das heißt, wir haben noch ein paar Tage Zeit für wenig Kilometer, das heißt, unsere Tagesetappen werden sich so um 20, 30 Kilometer ziehen. Wir werden noch so ein paar Sachen an den Fahrrädern machen können, also ein paar Reparaturen und Reinigungsarbeiten. Und wir haben ein neues Tab, das werden wir auch testen. Okay, dann wollen wir mal die ganzen Sachen zusammenpacken. So, Fahrräder schon mal. Check! Natürlich haben wir auch ordentlich Videos produziert für euch hier in der Wohnung, im Apartment. Jetzt geht's rein in den Fahrstuhl. Coole Sache. Fahne hängt schon mal. Okay. Tschüss Klimaanlage. Tschüss Dusche. Tschüss Waschmaschine. Ja, und wie schon erzählt, dass wir jetzt ein bisschen Zeit haben, kommt uns ganz zugute. Denn so können wir auch mal das Hinterland ein bisschen erkunden. Ganz schön windig heute wieder. Wusstest du eigentlich, dass die Türken die Tulpe nach Europa gebracht haben? Da das heute so windig ist, haben wir auch beschlossen, die Hüte einmal abzulegen, beide. Ja, ohne Hut nichts gut. Fühlt sich nackt an.
Jetzt sehen wir auch, was wir vor Chorlu gesehen haben, was wir gesagt haben. Man sieht hier nur, wenn man ins Hinterland fährt, Felder, die abgeerntet sind. Jo. Nur Wind. Rundherum alles karg. Oh wei! Tja, da hat sie den ersten hingelegt. Hier ist aber auch echt sandig, ne? Warte, ich helfe dir. Oh, hoch. Die Stadt Troja, bekannt vom trojanischen Pferd, ist ebenfalls hier in der Türkei. Übrigens gilt die Türkei als Vaterland des Kaffees. Sind aber Weltmeister im Tee trinken. Chai, Schwarztee, schmeckt saugeil. Also Gastfreundlichkeit wird hier in der Türkei wohl richtig groß geschrieben. Denn wir wollten gerade nur hier hinter uns einen Tee trinken. Und da lädt uns die Mannschaft hier auf nicht nur einen Tee ein, sondern ich glaube, wir haben vier oder fünf Tees getrunken. Scheiß. Und noch was zu essen bekommen, als wir nachgefragt haben, wo man dann hier noch ein Sandwich oder sowas herbekommt. Zack, besorgt ihr uns eins. Also ja, wir sind sprachlos, Leute. Das sieht ja mal übel aus. Und da vorne ist Marmara Iglesias. Da fahren wir jetzt mal hin. Wir kommen jetzt gerade wieder aus dem Ort raus, Marmara Iglesias. Und guck mal hier. Scheint so was zu sein wie eine Botschaft. Auf jeden Fall, die Fahne ist ja wohl bombastisch, oder? Die ist ja größer als manch anderes Haus. Respekt. Jetzt fahren wir raus, suchen uns einen Schlafplatz und für morgen haben wir schon wieder einen Warm Showers Termin. Yay, juhu! Emre, wir freuen uns auf dich. Von da gerade eben sind wir jetzt da hinten gefehlt. Action! Wir sind jetzt von da hinten. Von da hinten sind wir jetzt eben gekommen und dann sind wir hier die Straße lang, hier vorne hoch und ja, wir wussten noch nicht, wo wir schlafen sollten. Und genau. Das Gelände hier sieht auch nicht unbedingt aus für einen Schlafplatz. Bei diesem Wind hier. Ja, also alles stark verbaut, sieht man ja, und ansonsten Felder kann ja keiner aushalten. Nee, komm rein! Komm rein! Der will nicht. Und dann bist du angehalten worden oder hast du den Mann angesprochen? Nee, ich wollte mir einen Schlafplatz suchen. Ne? Ja, er hätte mir so einen Verschlag. Also genau, damit das ein bisschen windgeschützt ist. Und der ist gerade angefangen gekommen und hab gefragt, ob man da schlafen könnte. Und ich sag, kein Problem. Und dann habe ich gesagt, ob er noch Wasser hätte. Dann sagt er, ja, kein Problem. Und dann habe ich gesagt, ich warte eben noch auf meinen Mann. Und dann sagt er, ja. Und in der Zeit hat er schon wieder telefoniert. Und dann hatten wir auch mal einen Deutschen am Telefon. Jo, und der sprach sowas von perfekt Deutsch. Also egal, wer du warst, ich kenne jetzt deinen Namen nicht. Grüß dich und Tishikü Eledem, vielen Dank. Wie ihr sehen könnt, unsere Fahrräder stehen hier. Ja. Und wie sich das Schicksal dann wieder ergibt, sagt er, ey, ihr könnt in meiner Hütte pennen. Küche, Schlafzimmer und Badezimmer. Und natürlich für uns wieder das Highlight des Tages. Badezimmer mit Badewanne sogar. Die machen wir auch gleich mal ein bisschen sauber. Aber ansonsten, das hätten wir jetzt auch nicht gedacht am Anfang des Tages, oder? Niemals. Okay. Wir haben zwar keinen Herd in der Küche, macht aber nichts. Dann kochen wir hier irgendwo auf dem Kocher. Ja. Aber ansonsten vielen, vielen Dank. Teşekkür ederim. Jemals. Und wir wünschen dann euch ein gutes Nächtle. Bis morgen. Okay, jetzt sind wir am Ende von der Energietour und hier
rufen. 4,26 Kilometer. 4,2 Kilometer gefahren und direkt die ersten Leute rufen. Chai, Chai. Machen wir das doch. Da lang. Chai trinken.